Bescheidenheit ist eine Zier. Guten Morgen. Eine Zier deshalb, weil es intuitiv von uns als eine angenehme Eigenschaft eines anderen Menschen wahrgenommen wird. Nur die Menschen, die den Kontakt zur Wahrheit, zur Wahrhaftigkeit komplett verloren haben, sehen darin eine Schwäche in Bescheidenheit. Da erinnere ich mich an ein YouTube Video, wo jemand mit Geldscheinen behangen durch New York gelaufen ist und einen Zettel in der Hand gehabt hat, nehmt euch was ihr braucht. Und ihr könnt dreimal raten, wer viel genommen hat und wer nichts genommen hat. Die ganzen Geschäftsmänner sind hingegangen und haben denen das Geld vom Leibe gerissen und die Armen, die Bettler, die am Wegesrand sind, die haben sich nicht mal getraut einen Dollar zu nehmen. Ne? Es gibt Menschen, die sind einfach in diesem Leben nicht fähig, Bescheidenheit als etwas Positives zu sehen. Sowas gibt es. Ne? Wenn wir bescheidene Menschen sehen, so spüren wir meistens intuitiv ein, ja, so sollte es sein. Bescheidenheit ist eine Zier. In Umfragen sind bescheiden gebliebene Menschen auch viel zufriedener in ihrem Leben als Menschen, die großen Reichtum angehäuft haben. In einem Buch, was ich mal gelesen habe, hat ein Mann 235 glückliche, weise, sehr alte Menschen interviewt und daraus fünf Wahrheiten herauszufinden, warum man oder wie man glücklich wird. Drei dieser Wahrheiten ließen sich auf Bescheidenheit zurückführen. Das Buch für Interessierte habe ich euch unten verlinkt in der Infobox, ist definitiv lesenswert. Aber so klar es doch erscheint, dass Bescheidenheit zufriedener macht und so angenehm es auch auf andere wirkt, so scheinen viele damit ganz starke Probleme zu haben, bescheiden zu werden. Sie lassen sich Tag für Tag wieder dazu animieren, viel zu viel Geld zu verdienen, um sich dann abermals manipulieren zu lassen, um sinnlos zu konsumieren. Ich sage das bewusst so drastisch. Ich habe schon einige Videos gemacht, die zu dieser Aussage hinführen und ich bitte euch einfach, wenn ihr das jetzt nicht einordnen könnt und sagt, ha, Konsum sinnlos und so weiter, dann bitte einfach die anderen Videos schauen. Vielleicht verlinke ich euch oben eins oder zwei Videos in den Infokarten. Aber wir sind definitiv dazu animiert und werden definitiv manipuliert, auch sinnlos zu konsumieren. Und ja, und das ist diese Manipulation, das ist seitens der Wirtschaft auch sehr, sehr einfach. Denn wir müssen alle Geld verdienen und wir müssen alle konsumieren. Und dann einfach noch einen Tick mehr zu generieren in uns als die goldene Mitte. Und schon sind wir gefangen in diesen Kreisläufen. Also ein Tick zu viel Geld verdienen und ein Tick zu viel konsumieren und schon bist du da drin. Und deswegen macht es das der Wirtschaft auch so einfach. Denn wenn wir ein Bett als Standard der europäischen Wohnkultur gekauft haben, ob das notwendig ist oder nicht, mal sei dahingestellt, aber wenn wir ein Bett gekauft haben, dann brauchen wir natürlich auch einen Lattenrost. Natürlich brauchen wir dann auch Kissen und natürlich brauchen wir eine Decke, wir brauchen einen Bezug und so weiter. Und das meine ich damit, wenn man einmal angefangen hat zu konsumieren, dann gibt es dann so diese kleinen Stepstones, wo man dann halt immer mehr konsumiert. Und das hat mittlerweile so bizarre Züge angenommen, dass es praktische Dinge gibt wie einen Eyepiekser oder einen Stifthalter oder einen Küchenrollenständer, die gesellschaftlich absolut toleriert sind. All das führt dazu, dass Bescheidenheit ständig torpediert wird. Und diese Menschen, die in diesen Kreisläufen gefangen sind, keine Chance haben, die Freude und die Zufriedenheit von sinnhaftem Konsum und ein höheres Reservoir an Zeit für ihre persönliche Entwicklung zu generieren. Sie bewegen sich weiter in einem Kreislauf der Suche nach Anerkennung durch Konsum. Denn wer in der Gesellschaft Geld hat, der wird geachtet und respektiert. Wer in liederlicher, schmutziger Kleidung und ohne entsprechendes Styling die Haustür verlässt, womöglich sogar barfuß oder andersweitig sinnvoll den gesellschaftlichen Konsens missachtet, der wird geächtet. Mehr oder weniger. Und ja, das wissen wir alle. Meistens geschieht dies aus dem Grund, dass diese Menschen selber oft nach der gesellschaftlichen Norm leben und andere Menschen einschätzen.
Auch da wird sich jeder auch, denke ich mal, selber oftmals wiedererkennen. Bei Menschen, die sich sehr intensiv mit dem bewussten Leben auseinandersetzen, wird das immer weniger der Fall sein. Aber auch ich bemerke an mir auch häufig noch meine gesellschaftliche Konditionierung, wo ich Menschen einschätze nach gewissen Dingen. Und ja, dann muss ich natürlich bewusst intervenieren, um dieses neuronale Netz nicht am Laufen zu halten. Aber das ist extrem schwer. Extrem schwer. Ja, und wenn man da nicht rauskommt aus diesen Kreisläufen und sich da, und da eben nicht bewusst interveniert, dann bleiben diese Menschen ihr Leben lang unzufrieden und erreichen niemals das Glück, was man eben nur mit Bescheidenheit bekommt. Was halt eben diese alten, weisen Menschen, was sie halt teilen. Also von diesen 235 Menschen, die alt und weise gewesen sind und glücklich, also sehr alt geworden sind und glücklich gealtert sind, von diesen 235 Menschen, da gab es 5 Schnittpunkte und 3 dieser Schnittpunkte waren halt auf Bescheidenheit zurückzuführen. Bescheidenheit ist wichtig, um zufrieden zu werden. Und Bescheidenheit und maßloser Konsum, ich denke, das erkennt ihr, das geht nicht. Das ist nicht konform miteinander. Also irgendwas kann nicht stimmen. Entweder Bescheidenheit kann nicht stimmen oder der übermäßige Konsum kann nicht stimmen. Ihr könnt das selber entscheiden. Und wenn ihr ab der Stelle seid, dann werdet ihr auch diese unglaubliche Kraft hinter dem Minimalismus erkennen. Die oft negativ gesehen wird. Ah ja, weil man wieder auf die Extreme fokussiert. Auf die Menschen, die dann alles minimalisieren. So wenig wie möglich und nicht so wenig wie nötig. Die den Minimalismus in ihrer Grundbrillanz nicht verstanden haben. Ja, und darauf fokussiert man. Und dann hat man dann irgendwie so eine ablehnende Haltung gegen den Minimalismus. Und dann entsteht wieder neuronales Netz, Minimalismus böse. Genau wie damals vegan böse. Ja, aber so ist das halt. Aber die Bescheidenheit kann auch zum Unglück führen. Dann, wenn sie erzwungen ist. Und das muss man halt eben auch sehen. Ja, das ist eben der Fall bei dem Minimalismus, wenn er ja, instrumentalisiert wird, wenn das Konzept genommen wird und einfach in aller parialer Gewalt umgesetzt wird, ohne den tieferen Sinn dahinter zu verstehen. Ja. Und die Zusammenhänge erkannte schon auch der Siddhartha Gautama, der Begründer des Buddhismus, der anfänglich selber sich auch so eine strenge Askese auferlegte, der ganz strenger Asket war, also eine extreme Bescheidenheit, wie viele der Extremminimalisten, bevor er dann den Weg der goldenen Mitte erkannte. Und diese zu erreichen, das ist auch meine Aufgabe bzw. mein Wunsch, was ich mir auferlegt habe, die goldene Mitte zu finden und eben nicht diesem Minimalismus zu verfallen, der meiner Auffassung nach auch ein großes Suchtpotenzial hat. Weil natürlich hast du Glücksgefühle, wenn du Dinge loslässt. Natürlich. Aber es gibt halt auch gewisse Dinge, die sinnvoll sind und die mehr Nutzen haben, als dass sie belasten. Ein guter Indikator dafür kann sein, wie oft man etwas benutzt. Muss es aber nicht. Dafür weise ich wieder auf das Handy. Denn wenn dieses Benutzte selber zur Sucht wird, dann ist das natürlich kein Indikator dafür, wie nützlich das Ding ist. So ein Handy zum Beispiel ist wunderbar nützlich. Ich kann da absolut auch diese Extremeinstellung, Handy ist böse, sehe ich genauso als Extremismus, genau wie bei den Minimalisten. Ein Handy, auch ein Smartphone, hat wirklich richtig gute Funktionen, ist sinnvoll, kann sinnvoll eingesetzt werden. Was natürlich geklärt werden muss, ist die Strahlenproblematik. Es muss immer besser abgeschirmt werden. Das ist eine Sache, da kenne ich mich zu wenig aus, sage ich ganz offen, aber daran muss gearbeitet werden. Aber das Handy als solches ist etwas Positives, ist etwas Nutzbringendes. Zumindest mehr Nutzen als Schaden. Zumindest nach meiner Auffassung. Jeder muss auch für sich so ein bisschen die goldene Mitte finden. Jeder schwingt ja so ein bisschen anders, hat andere Energien. Und ich will auch nicht generalisieren und sagen, ja, das ist gut, das ist schlecht. Einfach nur, ich teile meine Erfahrung. Nur damit ihr mal gehört habt, dass es eben nicht nur das Extrem gibt, sondern dass es halt wirklich bei allen Dingen eigentlich eine goldene Mitte gibt. Und genauso gibt es auch in der Ernährung. Die Menschen, die der Meinung sind, dass die Rohkost noch nicht gut genug ist und dass es noch bescheidener geht, also im Endeffekt nur noch Licht konsumieren,
sind meiner Meinung nach auch Menschen, die dieses Konzept der Bescheidenheit einfach zu weit treiben. Was in ein Extrem, was in eine Sucht verfällt. Was ein Zeichen ist für ja, eine gewisse geistige Unausgeglichenheit. Bescheidenheit ist kein Extrem. Bescheidenheit ist kein Extrem. Sie führt auch nur dann zur Zufriedenheit, wenn sie intuitiv und nicht verordnet ist. Sie muss aus dem Innen heraus entstehen, zum Beispiel durch die Erkenntnis, dass der Wunsch nach Anerkennung, was durch den maßlosen Konsum erst einmal erarbeitet werden muss, sehr viel Kraft, Zeit und Energie kostet und letztlich nur darin mündet, noch mehr Anerkennung haben zu wollen. Aber das muss erkannt werden. Das muss selbstständig erkannt werden. Und diese Zusammenhänge, das ist wie eine Drogensucht. Die Menschen hier in Deutschland sind süchtig nach Geld und damit wieder werden andere Süchte bedient oder können bedient werden. Wir leben in einem Land der Maßlosigkeit und der damit einhergehenden Beschaffungskriminalität. Nur dass diese Aggressivität nicht so deutlich ist wie bei den Drogenabhängigen, die eine alte Oma ausrauben. Nein, in unserem Land werden die Menschen er suggestiv bearbeitet, sie werden suggestiv zur Arbeit gezwungen, die sie eigentlich gar nicht ausüben wollen, wo sie ein schlechtes Gefühl dafür haben. Hier werden Menschen durch Ausgrenzung und Abgrenzung in Lager gespalten, deren Konflikt also zwischen den Lagern für den Konsum wieder instrumentalisiert wird. Hier werden Dinge emotional belegt, sei es im Sport, in der Kultur oder in der gesellschaftlichen Ordnung, die völlig substanzlos sind, um Bescheidenheit keinen Raum zu lassen. Alles muss höher, weiter und besser werden und wer da nicht mitzieht, der wird geächtet und vom Mainstream als Spinner abgetan, über den man sich medial öffentlich amüsiert und das kranke Konstrukt der Maßlosigkeit eben dann ja, weiter kultiviert und am Laufen hält. Gute Beispiele dafür sind zum Beispiel Jürgen Wagner oder Rainer Langhans. Absolut intellektuelle Vordenker auf ihrem Gebiet und höchst bewusst in ihrem Handeln. Aber als Witzfiguren von der Gesellschaft abgestempelt, indem man entweder Schwächen dieser Menschen herausstellt, die jeder Mensch zweifellos hat, und mittels dann einer sogenannten sokratischen Ja-Straße darauf das Grundprinzip deren Maxime ebenfalls schwach dastehen lässt oder einfach ja, gesellschaftlichen Stumpfsinn nutzt, um zu unterhalten und damit suggestiv meinungserhaltend tätig wird. Und wenn man einmal drin ist in diesen Kreisläufen, und das ist in Deutschland mittlerweile sehr einfach, weil schon alleine durch den Mindestlohn von knapp 9 Euro bei einem 40-Stunden-Job man viel zu viel Geld hat, was durch die Gesellschaft instrumentalisiert werden kann, dann hat man schnell ein gewisses Maß an Anerkennung erreicht und dann ist man nicht damit zufrieden mit dem was man hat, sondern man möchte mehr, man kann auch dann mehr verdienen, man kann mehr konsumieren. Weil wir eben das Geld zur Verfügung haben und man möchte es, weil andere existieren, die noch mehr haben und dann eben noch anerkannter sind und da wollen wir auch hin. Und das bedeutet, Unbescheidenheit heißt auch immer wieder sehr viel mehr tun zu müssen, um die unnatürlichen Glücksgefühle durch Macht, Geld und Erfolg am Laufen zu halten. Wir sind also ständig gezwungen, was zu tun, mehr zu tun. Da wird auch der Unmut dieser Gesellschaft bezüglich den Menschen, die so zufrieden sind, obwohl sie eigentlich gar nichts haben, da wird dieser Unmut größer. Man versucht diesen Menschen durch den gewaltigen medialen Druck einzureden, dass sie doch gar nicht zufrieden sein können. Ihr könnt doch nicht zufrieden sein mit so wenig Geld. Warum? Weil man selber unter dem Druck und der Angst lebt, seinen Standard wieder zu verlieren und dann zu der Gruppe von Menschen gehört, auf deren Kosten man sich vorher künstlich erhoben hat. Das sind die Kreisläufe. Wer das einmal alles verstanden hat, der lächelt wie ein Buddha und hat die goldene Mitte gefunden. Nur leben muss er sie noch. Ja, Mann.